So locker und gelöst sieht man José Mourinho auch nicht alle Tage. Normalerweise zieht er vor schweren Spielen stets sein Pokerface auf. Aber der Trainer, sein Stab, die ganze Mannschaft wirken völlig entspannt und zuversichtlich vor dem Champions-League-Achtelfinale bei Paris Saint-Germain. Vor einem Jahr gab es dieses Duell schon mal, damals im Viertelfinale. Und es fand ein furioses Ende. Chelsea verlor in Paris mit 1:3, gewann das Rückspiel aber 2:0. Seitdem hat sich Chelsea weiterentwickelt, ist kreativer und offensivfreudiger geworden. Chelsea ist ein anderes Team. Wir haben... Chelsea ist ein anderes Team. Wir haben unterschiedliche Spielertypen. Wir haben ein klein wenig das Profil verändert. Ich will nicht sagen, dass wir besser sind, aber wir haben etwas die Identität verändert. Daher glaube ich, dass Paris diesmal ein anderes Chelsea erleben wird als vergangene Saison. Parc-des-Princes will see a different Chelsea than the last season. Der FC Chelsea spielt bisher eine grandiose Saison, ist Erster in der Liga mit klarem Vorsprung auf Manchester City. Selbst das peinliche Aus gegen Drittliges Bradford im FA Cup vor 3 Wochen hat etwas Gutes. Denn dadurch bekam das Team direkt vor der K.O.-Phase der Königsklasse eine Ruhepause, weil in England am Wochenende das Pokal-Achtelfinale anstand. José Mourinho will aber gar nicht so viel über die heimische Liga reden. Nichts darf die Konzentration stören, denn sein Ziel ist das Premium-Double aus Champions League und Meisterschaft. You know, 7 points in the Premier League is not a lot. In another league, yes. In the Premier League, no. Sie müssen wissen, 7 Punkte sind nicht so viel. In einer anderen Liga schon, aber nicht in der Premier League. Wir wollen Meister werden. Ausruhen können wir uns noch lange nicht. Aber die Champions League ist immer eine Motivation für alles. Also, willkommen Champions League. 2 große Spiele, große Gegner. Ich denke, jeder freut sich, Königsklasse zu spielen. Signalwirkung dürfte die Vertragsverlängerung von Eden Hazard haben. Der Belgier, seit Wochen in Topform, war lange von Paris umworben, verlängerte aber nun in London bis 2020. Der FC Chelsea erscheint stärker und variabler als noch 2012. Damals gewann man die Champions League gegen Bayern München.